Wow. Ziemlich beeindruckend. Folgen Sie das Wort an Marie Beuler zu. Einen wunderschönen, herzlichen Sonntag. Wir haben Zauberwetter. Schauen Sie sich das mal an. Also ich habe hier schon drei Jungs und fünf Pferde ungefähr rot gepunktet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Kinder, habt ihr eure Ponys schon ausgesucht? Ja, ne? Und ich habe auch gesehen, ihr habt alle ein Pony unterm Arm. Kann ich die mal sehen? Hallo, hallo? Ponys? Oh, ich sehe, oh mein Gott. Du stehst im Bild, Junge. Du bist mitten im Bild. Ja. Sorry, gehst halt runter. Mal sehen, ob ich die irgendwo entdecke. Sehr schön. So, Pferde sind dabei unterm Arm und stehen hier. Ich bin vor einigen Jahren durch die Staaten geritten mit drei Pferden und einem Abenteurer. Und danach bin ich wieder in mein kleines Dorf in die Provence zurückgekommen und habe gedacht, dieser legendäre Satz, ein Leben ohne Pferd ist möglich, aber sinnlos, hat doch eine große Wahrheit. Und dann bin ich diesem Sinn nachgegangen zum Thema Pferd, habe wieder ein Pferd in mein Leben geholt, einen jungen Lusitano, und habe so viel über ihn gelernt und erfahren, dass ich dachte, ich gehe weiter auf dieser Spur. Und diese Spur hat mich unter anderem hierher geführt, zur Equila und zum Equila-Land, diesem wunderbaren, herzlichen und offenen Team und den sieben Equipen aus ganz Europa. Bitte mal einen Applaus hier zu hören. Ich freue mich unglaublich, dass eine Menge Freunde gekommen sind von mir, die auch gestern schon die Show genossen haben. Und sie kommen nun hierher und wollen sich mit ihrem Kind amüsieren. Sie zahlen für eine Karte, sie wollen sich entspannen und sie wollen etwas erleben. Ich glaube, all das wird hier passieren, aber sie bekommen auch noch etwas ganz umsonst. Und das ist nicht nur das biologisch große Herz des Pferdes, sondern das ist seine Empathie. Das Pferd tut, nachdem es uns durch Kriege geführt hat, nachdem es als Sportinstrument und Verdienst gedient hat, unendlich viel alleine durch seine Präsenz. Und mein Weg heute geht in dieses Gefühl hinein, in das Herz von uns und zum Pferd und wieder zurück zu uns und zu unseren Kindern und den Menschen um uns herum. Und ich hoffe sehr, dass Sie genau das so empfinden werden, wenn Sie hier durchgehen, dass Sie Ihr Herz öffnen und daraus etwas mitnehmen. Ich wünsche Equila Land und Ihnen alles, alles Liebe und Gute.